Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Enzo von Röck, rechts oben steht Dauerwerbesendung. Steht dort aus rechtlichen Gründen. Dieses Video wurde natürlich von niemandem unterstützt oder finanziert oder was auch immer. In dem heutigen Video möchte ich euch meine Erfahrung mit der 1-Gigabit-Leitung von Vodafone darstellen, warum ich dann wieder 50 Mbits habe und warum ich jetzt wieder 1000 Mbits habe. Ja, hier unten seht ihr nochmal mein Testsystem eingeblendet, mit dem ich die Internetleitung getestet habe. Der Rechner ist natürlich direkt verbunden mit dem Modem per LAN-Kabel. Und ja, und zwar hatte ich zwischen Dezember 2018 und Dezember 2019 1000 Mbit von Vodafone gehabt für 19,99 € zum Testen. Lief auch alles super, war ich mega mit zufrieden. Dann sollte es aber ab Dezember wieder 49,95 € kosten oder 49,99 €, weiß ich nicht mehr ganz genau. Das ist mir persönlich aber echt zu viel fürs Internet, so viel Geld zu bezahlen. Also natürlich, mein Telefon ist auch noch mit bei, aber ist nicht ganz so wichtig für mich. Und dann kam jetzt im Februar dann dieser neue Tarif von Vodafone. Da gab es die 1000 Mbit-Leitung wieder, also was heißt wieder, da gab es die erstmalig für 39,99 € über die komplette Vertragslaufzeit. Und da fühlte ich mich dann doch schon genötigt, das zu nehmen. Weil die Geschwindigkeit ist wirklich irre und die lag das komplette Jahr immer über an. Hier sehen wir nochmal den Tarif Vodafone Cable Max 1.039,99 € über die komplette Vertragslaufzeit. Also nicht nur für ein Jahr oder für zwei Jahre, sondern halt so lange, wie ihr den Vertrag habt. Hab 50 Mbits Upload, es war noch immer wesentlich mehr gewesen. Es waren meistens 51, 52, 53 Mbits in den Speedtests zumindest und beim Hochladen. War es meiner Meinung nach auch da. Ich habe aber selten was hochgeladen, muss ich dazu sagen. Deswegen kann ich da nicht garantieren, dass es wirklich das ganze Jahr über so ist. Aber hier, dass man mindestens 600 hat, bei mir waren es eher mindestens 850 bis 920, 930. Es kam eigentlich nie vor, dass das weniger anlag. Ich hatte mal die volle Leistung gehabt. Hängt natürlich immer davon ab, von welchem Server ihr gerade was runterlädt. Ist der Server überhaupt so schnell? Bringt er die Geschwindigkeit überhaupt? Und ja, da dachte ich mir, 39,99 €, da muss ich wieder zugreifen. Den folgenden Test habe ich mit dem Programm bzw. mit dieser App von speedtest.net gemacht, unter Windows 7. Hat den Vorteil, ich hatte Firefox geschlossen gehabt. Und das, die einzige Operation, die der Rechner quasi durchgeführt hat, war dieser Speedtest. Natürlich noch irgendwelche anderen Hintergrundoperationen, aber die sind halt nicht ins Gewicht gefallen. Und hier sieht man, ich habe 922 Mbits im Download. Kann man nicht meckern. Ich habe hier den Server der Kronon AG genommen gehabt. Ja, um 53 Mbits im Upload, da kann man nicht meckern. Der Ping ist jetzt mit 28 Millisekunden nicht so gut. Ich habe mir sagen lassen von Gamern, das ist wohl sehr schlecht. Mir persönlich ist es egal, da ich nicht online spiele, ob ich jetzt 30 oder ob ich 50 Millisekunden im Ping habe. Der Ping bei diesen Speedtests hängt aber vorrangig auch davon ab, welchen Server ihr auswählt hier bei der Kronon AG. Da sind es meistens um die 27, 28 Millisekunden. Es gibt andere Server, die ihr auswählen könnt. Da sind es dann halt nur 15 Millisekunden. Aber unter 15 kam ich noch nie. Also gehe ich mal davon aus, dass wo 15 das niedrigste ist. Aber wie das jetzt bei Spielen ist mit der Leitung, das weiß ich nicht, da ich nicht online spiele. Das habe ich einfach keine Motivation dafür. So, als nächstes habe ich euch mal eine 50 GB Datei runtergeladen. Und hier ist das Spannende, ich lade von einem Server mit nur einer Verbindung. Und das ist eine absolute Seltenheit, dass man da mal so einen Speed hat. Hängt halt hauptsächlich daran, dass die Gegenstelle meistens gar nicht diese Leitung bereitlegt an den Endnutzer, dass die meistens bloß mit 17, 18, 19, 20 Megabyte pro Sekunde laden lassen. Aber hier in dem Falle lief das richtig, richtig gut mit über 100 MB konstant. 50 GB ist halt die Größe, die heutzutage viele Spiele haben.
Nicht gerade wenige sind ja 30, 40, 50, 60, 70, 80 Gigabyt groß. Das ist heutzutage nichts Seltenes für einen Spiele-Download. Konsole wie am PC. Wenn 100 Mbit Leitung hat oder langsamer, der wird wissen, wie lange das normalerweise dauert. Und da ist 1000 Mbit schon was Feines. Und der Gesamt-Download hier hat ungefähr gedauert. 8 Minuten 12, glaube ich. Genau, hier steht's. 8 Minuten 12, was also ungefähr 800 Mbits pro Sekunde entspricht. Und das ist echt irre, irre schnell. Wenn man jetzt von mehreren Servern gleichzeitig downloaden würde, könnte, dann wäre das sicherlich über 900 Mbits. Hier habe ich euch mal noch einen anderen Speedtest angehangen, von nPerf. Den gibt es, glaube ich, auch als App für Android. Ich habe es hier unter Windows 7 mal getestet. Und hier habe ich ähnliche Werte, über 900 Mbits pro Sekunde. Kann man nicht meckern, ist mega gut. Was ich mir wohl habe sagen lassen, wenn man jetzt wirklich die 1000 Mbits nutzen möchte, die Vodafone wohl liefert, dann braucht man auf jeden Fall einen Rechner mit einer 2,5 Gigabits Netzwerkkarte oder mit einer 10 Gigabits Netzwerkkarte, damit das überhaupt komplett durchkommt. Ansonsten sieht es dafür auch schlecht aus. Ja. Hier sehen wir 907 Mbit zum Download. Ist akkurat. So bin ich auch der Meinung, habe ich das auch immer, wenn ich Downloads mache. Sind es 907, 910, 920. Und der Upload sind auch hier irgendwas um die 55 Mbits maximal, also 51,35 im Durchschnitt. Und der Ping bei 7 Millisekunden. Ja, so, also ich kann Vodafone nur beglückwünschen zu der Leistung. Finde ich spitze. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis später.